Hola, wer ist da? Hier ist Gibi von Black Devils. Ich hatte gehört, die sind zu unserem Anwesen gekommen und wollten die Kisten von gestern zurück. Korrekt. Das verstehe ich aber nicht ganz. Sie hatten doch also den Camper für sich entschieden. Die Waffen, sind denen nicht genug gewesen? Was soll ich mit den Waffen, Mano? Wir brauchen unser Plata. Ich sag mal so, ich habe den Camper Also lange Rede, gewonnen. kurzer Sinn. Wir werden die Kisten nicht austeilen. Ja, dann hole ich mir die. Natürlich, dann sehen wir uns auf der Straße. Adios. Hey, hola. Hört ihr mich? Hola, hermanos, hört ihr mich? Hola. Hey. Scheiße. Mann. Alter Mann. Oh Mann, Bruder. Wo sind denn die Jungs? Da sind die Jungs. Ehrlich jetzt, Hermanos, gegen diese Haufen scheiße Leute habt ihr verloren, Mierda. Überraschungsangriff. Pikachu Donnerblitz. Mierda, den Donnerblitz schiebe ich dir gleich in dein Kolo rein. Hey, was soll das denn? Sehen wir uns gleich auf der Straße? Die Frage ist, was wird das hier? Wieso, was wird was? Und was soll ihr kämpfen, Mierda? Habt ihr bei einer Besprechung überrascht? Ist doch egal, ob ihr habt doch auch schon gebasedet. Schnauze. Ey, Hermanos! Ja. Hey, Hermanos! Ja. Was ist los, mir? Da haben die Chuchas euch gebrochen, oder was? Auf gar keinen Fall. Die nicht. Oder kein los hier, Mr. Bitcoin! Andere, Hermanos! Dann schwingt euch gleich auf eure scheiß Mopeds, Mierda, und fahrt auf die Straße, Andale. Donnerblitz. Ja. Donnerblitz, Mierda, ich zieh dir deine Kutte aus und wisch dir damit dein Kulo ab. Hast du mich verstanden? Immer schon ruhig bleiben. Jamal? Der Zweite, der das probiert. Hörst du mich? Der Zweite, der das probiert, mir da? Warum nicht? Gibt da jemand, Duan Schlauch heißt der hat's auch schon probiert. Hermano, diesen Schlauch kriegst du auch in dein Kulo jetzt. Fresse und Abmarsch. Tschüss. Andale. Kommt, Jungs, macht die frei. Auf rein, Jungs. Ade, Harikari Kartell. Bis dann. Tschüss. Wir halten nach links. Haltet links! Hast du Range? Nee, hab ich nicht. Alles gut, kann sich auf die drauf. Die kommen full auf euch drauf, die kommen full auf hier rechts, drauf. Hier rechts. Die sind drei auf den Gleisen, rechts fährt weiter Richtung Versace-Tanke. Die sind über Versace-Tanke. Ich hab den Beifahrer raus. Oder will jemand callen oder so? Ja, call doch mal einen, Alter. Über unser Berg waren die, ne? Die sind links und rechts von der Tanke. Lass ihn lieber nicht challengen. Hallo? Die fahren auch auf Highway hinter euch, die sind hinter euch. Ja, komm ich schon. Oh mein Gott, einer ist rausgefallen. Die fahren euch auch wieder hinterher. Hä, wieso? Die fahren euch hinterher, East Highway. Und jetzt? Die haben es gepittet, ihr würdet wegkommen eigentlich. Ich fahre euch aber trotzdem hinterher. Welche Autos sind das denn noch? Es sind noch voll, Mierda. Da ist ja wieder kein Beifahrer. Sind jetzt beim roten 10 Autos mehr. Ja, einer, Mierda, ist einfach von dem Auto rausgefallen. Hast du überlebt, Amir? Ja, danke. Echt? Hey, wie ey, das denn? Alter, du wolltest mich überfahren, durch die Opfer, Digga. Lasser. Okay, jetzt komm mal her, wieder zurück. Ihr seid alle vor mir, Digga, komm zurück. 100 Meter vor pinken Punkt. Und dann kommt links gleich hoch, wenn die an uns vorbeifahren. Warte links hoch! Ey, ich schwör auf alles. Ich hab ein. Ein Auto hat sich geflippt. Corner ist auch geblieben. Ey, die sind lila mit Punkt, ne? Lila mit Punkt. Warte, ey, wo, Amado, wo? Ja, die boah, eigentlich müssten wir hier aussteigen, Mierda. Wir haben so eine gute Position. Die kommen Tankstelle. Die sind immer noch mehr Autos als wir. Wo ist der Auto? Die halten direkt bei der Auffahrt. Okay, fahr zurück. Aber da sind gut welche gekippt, oder? Fahr zurück zu unserer Posi. Komm her. Ey, ich fahre alleine von euch. Hallo. Ich bin alleine, Auffahrt. Haltet auf die Haltung! Die kommen hoch auf Gleise.
Die fahren wieder Richtung Tankstelle, wollen die. Die wollen wieder Richtung Tankstelle. Die kommen mit Arsch auf euch drauf. Die kommen mit Arsch auf euch drauf. Die kommen mit Arsch auf euch drauf. Ey, Mugli liegt, ne? Ein Auto handelt unser Backstep. Alle kippen von uns, Bruder. Was ist das? Ja, die fahren Richtung Tanks, Bruder, alles verwirrt, keine Ahnung. Die fahren ja, ein Auto fährt Gleise. Echt? Und drei Autos halten noch hier oben an der Dings. Drei Autos halten noch hier im Gleise. Sind ausgestiegen, Bruder. Ein Auto fährt noch zur Tankstelle. Caller Auto ist bei der Tankstelle. Fährt wieder zurück zur FIB. Hier vorne ist einer. Wir zurück zur FIB. Ja, wir müssen irgendwo aussteigen. Ey, wir sind ausgestiegen. Ja, dann drück das Gleise aus, Bruder. Ja, komm, geht mal links. Kelfi geht nicht. Kelfi geht nicht, Chat hat gerade Bugs. Hier, super. Wir wollen gerade in Autos einsteigen. Caller sitzt wieder im Auto. Ich bin hier. Ein Berg vor euch. Die mit Arsch halten, ne? Pass auf. Die halten damit Arsch, Ja, dann komm mal runter. Unser Becky, die hatten... Die müssen... Die hätten ein Sandwich machen müssen. Ein Auto hält Arsch vor euch. Links über uns. Komm, einer noch auf Gleise. Okay, die sind alle auf Gleise. Die fahren hoch den Berg. Komm runter. Die sind instant über euch. Wir sind komplett über euch. Bruder, soll runterkommen, nicht falsch. Ja, Bruder, okay, komm mit, wir steigen aus. Über euch, alle runter, über euch. Boah, ja, was geht bei denen ab? Fahrrad tot oder was? Kommt her, wir steigen aus, Bruder. Ja. Der liegt, ja. Der von uns. Kommt hoch, Bruder. Kommt alle hier rechts. Nee. Gleisen wieder Richtung Tankstelle. Gleisen Richtung Tankstelle. Ja, das Auto ist tot, was in die Reihe gefahren ist. Komm kein Ding, komm kein Kelfit. Was machen die? Keine Ahnung, Bruder, die sind dickste in die Reihe gefahren einfach. Weiß ich nicht. Die laufen den Berg hoch, die laufen dahin den Berg hoch, da wo ihr die gerade gekontaktet habt. Die sind oben, wir sind komplett woanders. Donatello war schon tot, glaube ich. Die sind oben auf dem Berg. Hä? Die sollen uns doch hinterherkommen, die sind mehr, Bruder. Wenn man tot ist, fährt der Fahrer doch weiter, das Auto doch weiter. 9 Leute noch. Digga, die fallen einfach Berg runter, ich kann das alles nicht mehr. Er haut die jetzt weg, ne? Ich will hören, wenn ihr welchen holt, callt das. Fick die, okay? Ey, gib bis zum Weißen, gib bis zum Weißen, Jungs. Ey, haltet die einfach hier. Aber die. Wieler liegt. Ab ein Schwanz, Jo, komm, bitte mal jetzt weg! Fick die, Junge, fick! Locotoni liegt. Links! Amado liegt. Haltet es! Diego wird jetzt auch liegen, das sind zu viele auf ihn. Der links kommt. Bei mir, beim. Kämpft gegen Dio. Komm noch rein, komm! Dem 8. 9. Die haben 2 Leute, glaube ich, da geholt, oder? Ja, Berghand lebt noch hier, aber das. Einen hat er noch geholt. Boah, er wurde, glaube ich, gemidrollt, oder? Also, ich wundere mich auf Ernst nicht sogar. Und ich gebe nicht mal den Jungs die Schuld, dass wir verloren haben gerade. Ich gebe uns die Schuld, dass wir uns auf einen Caller immer nur fokussieren und alles andere ist keine Dings da. Wir müssen uns ein bisschen trainieren, dass wir nicht auf einen Mann unser Vertrauen legen, sondern wir müssen uns alle vertrauen. Ich schwör's euch, wir sind mit der Dings in den Fight gegangen. Ja, wir haben eh keinen Caller, wir werden das Ding verlieren. Deswegen wusste ich, dass wir verlieren. Und auch natürlich, ne, Black Devils oder wie die heißen, sind auch nicht scheiße. Also wir haben gegen keine Ahnung, Azadi oder Tusak oder Adalet oder sowas gekämpft. Also das sind gute Leute, 100%, da sind starke Leute mit bei. Okay, Hermanos. Dann komm mal her, Wolfgang. Ja. Bin ich ein Hundesohn? Nein. Bin ich ein Bastard? Nein. Dann zu was machst du mich, Hermano, wenn du mich vor 2 Tagen fragst, darf ich einen Sakko tragen und ich sag dir nein und jetzt hast du einen Zahn? Zu was machst du mich jetzt? Besonderen Anlass, ich hatte ein Date vorhin, ich hab's vergessen auszuziehen. Ich piss dir und deine scheiß Frau in die Fresse, hast du mich verstanden? Oh mein... Geh umziehen, bis wir können, tut mir leid. Oder wollen die doch was sagen? Renn, Junge, renn einfach. Was hab ich dir getan, Mirda, Elias? Was hab ich dir getan? Ich lass dir so viel, ich guck so viel bei dir weg, Mirda. Wunderschön, ich liebe sie. Sie sind der schönste Mann in der ganzen Stadt. Keiner ist so schön wie sie. Sie haben so ein dick, die haben so große Werewolves. Ich weiß es doch, weißt du? Alles gut, Mr. Dupin. Es war ein Fehler meinerseits, das wird nicht wieder vorkommen. Komm her, du darfst es noch 2 Tage anlassen. Sabitka, wir brauchen sie. Wir brauchen ihre Schusskraft. Ich komme mit.
Ich komme. Okay, ich fahre sie, Mr. Bitcoin, ja? Sie schießen, ich fahre. Wie auf alte Zeit. Du denkst, du bist Call richtig mit dem Pullover? Nein, Mr. Bitcoin, ich hab nichts an. Wissen Sie was? Ich zieh mich komplett anders an. Okay? Abi. Komplett langsam. Hermanos, ich will jetzt, dass ihr mit Hass reingebt. Habt ihr mich verstanden? Ihr geht da mit Hass rein. Ja, Mr. Bitcoin, wie kommen Sie zu Lupas Auto aus einmal, ja? Wir sind Military Bridge. Komm, gib mal Kickdown durch. Military Tunnel. Der wird irgendwo jetzt gleich vor uns sein. Der wird irgendwo rein. Kannst du Lichter machen, Maru? Das ist ein bisschen schwer. Ey, ja, so ich fall die Leute aus Auto, ne? Oder chill. Das ist das zweite Mal, dass Amir rausfällt. Wie kann das sein? Der wurde rausgezogen. Aber von wem? Ey, Beru, wo habt ihr sie zuletzt gesehen? Mein Gym ist aber da. Schmied ist da, wo hier in Harmony. Ah, okay, komm, turn. Komm schneller, immer schneller machen. Komm her. Linke Spur. Kommt jetzt, Ja, kommt direkt jetzt. Mach ruhig, ihr könnt ruhig machen, alles gut. Wir fahren jetzt im Palito-Tunnel rein. 100 Meter vor Palito-Eingang. Kommt her. Palito-Tunnel-Eingang. Alles gut. Ey, wir fahren jetzt Flugzeugfriedhof raus, ne, Eli, für dich. Also wir fahren jetzt Route 68. Kommt her. Wir fahren jetzt links. Ihr könnt auch crossen kurz. Ihr könnt crossen, damit ihr aufholen. Wir können crossen, damit ihr aufholen. Ey, die sind klar nicht rausgefahren, aber vielleicht gehen die U-Turn hier wieder, ne? Ja, ich weiß, ich sehe die. Was rechts jetzt? Okay, die fahren raus Richtung Grapefeed. Gib mal hier jetzt Kiki gleich hoch. Gib mal hier jetzt alle Kiki hoch. Ihr könnt ruhig vor mir gehen. Gib Kiki hoch. Die fahren schneller Richtung Grapefeed. Wir haben reingecrashert, ne? Wo jetzt? Okay, okay. Ein Auto, die halten da Arsch auf euch. Gib Kiki. Nur ein Auto? Nein. Vier Autos halten da Arsch auf euch. Also, die bleiben stehen, das Call-Auto. Okay, komm weg, stehen. Ne? Okay, Mucki, komm weiter. Weg, oder? Pass gerade aus. Mucki, kommt ihr weg? Okay, die fahren weiter Richtung Grapefeed. Ja, wir sind weg. Okay, sag mal nicht, wann wir die contacted, damit ich crashen kann einfach. Die sind unter Koksberg, die halten hier mit dem Arsch an der Gleise irgendwie. Hier rechts über uns, ausgestiegen. Kommt her, wir fahren rechts hier lang. Wir fighten jetzt. Die steigen ein, die wollen ein, Bruder, kommt her. Lexus, ich danke dir, mein Bruder, vielen Dank. Hab einen, Hermanus! Holt die raus! Loco, so kann ich nichts machen. Wo sind die anderen Autos? Bitte? Links auf S. FFA, Beru, geh rüber auch! Ja, wen denn? Wo denn? Ja, dann bleib doch mal stehen! Wir müssen die Blackies jetzt wegmachen. Wo lang ist der? Hier rechts runter ist der. Der ist Trian-Baustelle. Vor Trian, der fährt 5000 Einzug. Sag doch mir dann noch einem Auto irgendwas, mir. Du sagst einfach, knallen sie den. Es waren nur Autos. Nein, ich hab ihn nicht gesehen, Mirda. Ich guck doch überall anders hin. Okay, turn. Ist der liegt da jetzt? Was? Great, danke dir. Ja, hier rechts, links gleich, oder nicht? Oder ich weiß nicht, wo ich gerade bin. Baustelle, links von euch, Auto, hinter dir. Spitzi, dankeschön. Wo seid ihr alle, Jungs? Wir müssen uns sammeln. Kommt alle über den Arm drücken. Arm drücken. Ey, wir hatten den hoch. Oder warum halt? Dreifach, vierfach. Ey, warte, bei dir hört man echt oder so. Wo seid ihr jetzt gerade, Jungs? Wir müssen uns sammeln. Ey, die fahren 5001 hoch. Warte, Triadenlab. Ja, da ist doch das andere Becky-Auto. Pass auf, kommt unten vor Triadenlabor. Jetzt alle. Kommt vor Triadenlabor. Oh, Digga, Spitzi, danke dir. Wiesel hat rein. Vielen Dank. Leute, Twitch Prime ist kostenlos. Könnt gerne ein Prime-Sub da lassen, Hermanus. Jetzt kommt alle vor dir. Ja, okay, Hand in den. Fahrt durch. Ey, Jungs, wir kommen. Ey, komm mal alle zu 4010, dreht alle um, danke. Kommt einfach, wir müssen. Kommt alle 4010 bei der Tanke, Jungs. Unter. Florian, danke dir. Alle. Ey, Loco, bist du dumm oder so, Mirda? Kopfschmerzen. Du fährst aber, glaube ich, gerade einen Backstep hinterher, kann das sein? Nein. Okay, kommt her. Wo sind denn die alle? Ja, alles gut, scheiß mal kurz auf den. Die haben jetzt Angst. Ey, seid ihr alle hier, Jungs? Ey, können wir kurz treffen? Ja, wie fährt's? Hältst du deine Tastatur falsch rum oder was, Mirda? Wo sind alle? Kommt jetzt alle? Mr. Bitcoin, sind sie noch am Leben? Ja. Kommt her, wir haben hier zwei Autos. Ich rap auch kurz, wartet. Ja, Marta, wo sind die? Rap-Kreuzung fahren wir schon. Alles gut.
Ey, es fehlen immer noch Autos, ne? Wo seid ihr? Ja, ich bin. Ja, ich bin da. Die turnen wieder hier. Die sind genau auf der Grid. Moritz, danke schön. Oben bei der Kreuze. Wir fahren wieder hoch Richtung Palito. Okay. Steigt wieder ein, alles. Wir sind unter Koksberg Richtung Palito. Okay, jetzt kommt. Kommt geradeaus. Pavel, danke dir. Wir haben kein einziges Auto verloren. Das ist jetzt Free Fight. Das ist einfach ruhig runterspielen. Wo seid ihr, Baru? Wo seid ihr? Wir sind jetzt immer noch Auto. Wir haben das Auto. Wir haben das okay, okay. Okay, jetzt kommt der Fight auf euch. Ey, Jungs, jetzt tschüss ein bisschen. Ey, Muckli. Du musst jetzt kontexten. Du musst jetzt kontexten. Ja, okay, warte, Muckli. Wir sind gerade erst unter. Wir sind vor Palito-Tunnel. Okay, Digga, nochmal von Spitzi 10 verschenkte. Was geht hier ab, Digga, ja? Dankeschön. Du musst kurz chillen. Du musst schneller. Haben wir einen Hype-Train gerade, Chat? Ganz schnell. Kommt her vor mich ein bisschen. 100 Meter vor Grave. So ein Auto. Gib Gas hin. Kommt her. 100 Meter Grave. Ruhig. Caller hat hier blaue Unterboden. So fast 200, Jungs. Komm. Und die letzten Autos, ihr holt auf jetzt, Jungs. Kommt 100 Meter her. Vor Silos. Letzten Autos schon raus. Ey, das vorderste, lass dich mal ein bisschen ausrollen. Dann greifen die nachher ein. Kommt her. Ja, hier ist ab an. Okay, sehr komm, schön. Komm, geradeaus. Da, komm, geradeaus, Jungs. 100 Meter vor Silos. 100 Meter vor Silos. Geradeaus jetzt. Gibt alle Gas. 100 Meter vor Silos. Ihr müsst alle Gas geben jetzt. Kommt her. Gib Kiki. 50 Meter vor Silos. Kein Zickzack fahren. Komm, Kiki. Jetzt mal Silos. Behalte deine Spur. Gib Kiki, weiter Kiki. Die fahren rechts weiter, zum Alienberg aus. Die kommen jetzt gleich vor uns. Einfach 31 Verschenkte von Spitzi. Mach bitte und jetzt gleich macht die ruhig. Gleich einmal bitte Liebe da lassen für Spitzi. Gleich tönt sie nach rechts. Gleich tönt sie nach rechts. Jetzt genau Alien Ostparker. Ja, warte, genau Alien Ostparker. Nach rechts, sie gleich auf den Weg gehen. Die werden schneller, die werden schneller, die fahren richtig cool. Nimm die Leitkante. Die kommen hinter euch, die sind vor Alienberg. Kommt hier weg, Jungs. Eine Schiene, fährt full hinter euch. Kommt her hier. Genau vor Alien. Digga, über 40 Verschenkte von Spitzi, was geht ab bei dem? Kommt hier runter, warte. Doch nicht, die steigen nicht drauf, die fahren hoch Luperberg. Okay. Die fahren Luperberg hoch. Ja, kommt hier links. Ist wer gestorben? Nur ein Auto von uns, ne? Ja, heftig, ne, Baba? Habibi, Spitze, ich danke dir. Okay, einer hält das, mach ruhig. Wir sind Luperberg Spitze. Okay, die kommen wieder runter, die turnen. Jungs, habt ihr jetzt welche geholt? Okay, die kommen wieder runter, auf euch zu. Fahrt geradeaus. Gib Kiki durch. Becky, die kommen genau links von dir. Okay, dann doch nicht. Die fahren wieder runter zur Schiene. Okay, wartet jetzt ein bisschen langsamer. Die sind an dem Feldweg, da wo ihr First Contact hattet. Ja, alles okay, die fahren Richtung ehemaliger Munisammler. Also ganz Jungs, alter konzentriert euch jetzt. Jeder soll sich konzentrieren. Ich will jetzt Kills Mainstraße. Mainstraße Richtung Alien-Ostparker. Wir fahren wieder Richtung Gelbe Wald. Ja, was? Wir sind jetzt bei Alien-Ostparker. Was? Okay. Wir sind jetzt bei Alien-Ostparker. Wir fahren gerade aus Richtung Gelbe Wald. Ey, wo war das Becky zuletzt? Haltet euch mal weiter links ein bisschen. Wo war das Becky zuletzt, Amado? Das hab ich nicht gesehen. Okay. Ich hab den nicht gesehen. Wir sind bei Gelben Wald. Wir fahren einen gelben Ball durch. Junis, ich glaube 12, Bruder, 12. Ja, mach Chat, in einer Packung Waterdrop sind 12 Stück, ist richtig, ne? 12 Drops. Nein, doch nicht, die turnen. Okay, jetzt pass auf. Mach ruhig, mach ruhig. Schreib mal kurz euren Lieblingsgeschmack hier rein. Und Ausrufezeichen Waterdrop, kriegt ihr Code Abogoko 10%. Wir fahren rechts jetzt, wir kasten deren Wege, ey, Muckli, ihr müsst jetzt Leuchtturmstraße, unter der Autobahn. Wir kommen hier unten, kommt her, Jungs, mach schneller. Und unter der Brücke, die fahren nach links Richtung Kokslabor. Nein, doch nicht, die fahren die Autobahn entlang, die werden hoch auf die Autobahn wollen. Warte, mach ruhig. Dardanion, ich danke dir, vielen Dank. Turn mal nach links. Kommt her. Wir halten Highway mit Arsch. Die fahren auf Highway drauf, Richtung Palito. Nein, nur einer. Der wollte beten. Geradeaus. Guck mal, die halten immer noch hier. Noch ein Kill, 10 Subs von mir. Oh, Adrian, Digga, mach nicht so. Fahrt rechts durch. Jetzt kommt her, fahrt schneller, gib Gas. Highway Richtung Gelbe Ball. Gib Gas.
kommt her? Ganz normal, keiner hält da mehr. Wir fahren Richtung gelben Ball. Wo ist das? Wo ist das? Wo ist der gelben Ball? 420, ich küsse dein Herz, danke dir. Okay, wartet. Ey, die Türen Richtung Greenspeed. Die Türen Richtung Greenspeed. Nee, ich darf hier nach oben. Ey, ich kann vielleicht wieder einen rausholen. Warte mal kurz, Jerry läuft rum, hat keiner mehr einen Beifahrer. Ey, der Auspacker, ey, den Packauspacker da. Auf dem Berg. Ja, kommt her, geradeaus. Den Berg rechts, wo das Auto ist, das rechts, wo das Auto ist. Warte hoch. Warte hoch. Okay, die hatten dich, Mogli. Ich küsse dein Herz, Adrian. Danke dir für 10 Verschenkte. Chat, wenn so weitergeht, Road to 10.000 Subs. Ich küsse euer Herz, Leute. Lass mal bitte Liebe da alle im Chat. Alles gut. Silo-Seite. Sind wir jetzt vor Silo? Seid ihr alle hier? Ja. Die fahren Silo Richtung Lupa Auto aus. Kommt her! Halt sie mit Arsch! Guck mal, das ist viel, die fahren viel zu rein! Nochmal 420, ich küsse dein Herz. Halt sie! Holt welche raus! Ich schieß mit 50er die ganze Zeit. Lass uns mal letztes Auto sein. Boah, das ist gefährlich, glaube ich, was du machst. Haltet rein! Fahr ein bisschen schneller geradeaus! Okay, sehr schön. Jetzt fahrt weiter geradeaus, jetzt hier geradeaus, jetzt weiter geradeaus. Okay, die Türen wieder. Ey, Bruder, sie kommen Luperberg. Okay, Fahr durch, Wieso fahren wir weg, Mirda? Wenn die von oben machen, dann müssen wir doch von der anderen Seite kommen. Nein, geh links. Nico, du gehst links. Du gehst links lang. Ja, fahr jetzt da hinten. Da geradeaus. Fahr geradeaus. Haltet hier. Okay, jetzt vorne, komm hinter den. Jetzt hier rechts. Und jetzt langsam. Langsam. Fahr nicht mit Arsch. Scheiß drauf, Mir. Da brauchen wir nicht. Folgt den, unsere Jungs sind da. Holt das raus. Der ist tot. Bruder, wo sind die jetzt alle? Ich sehe aktuell gerade im Tunnel. Okay. Fahr. Jungs, im Tunnel, alles gut. Mach ruhig. Achso, das sind viele. Jungs, halt mit Arsch! Langsam. Familie! Komm zu den Autos, gib wieder ein Auto rein! Dieses Auto?
Wir haben das hier. Ey, Jake, komm her. Ein Auto ist da. Über die Wiesel. Kommt der Adrian, Oben, unter meinem Heli. Hier hin, oben, über uns. Hier, push den. Ja, ja, natürlich. Auf ihn zu, scheiß drauf. Der fährt Highway. Langsam. Der fährt rechte Spur Richtung Luftauto. Nein, egal. Der fährt Richtung Luftauto. Kümmert euch darum, ey, Jungs. Das noch ein Auto, noch ein Auto. Vor Luftauto. Ja, fahr mich nach rechts. Beide fahren Richtung SG. Ja, helft ihr links, Wo seid ihr? Geradeaus lieber, scheiß auf den rechts, der wisst nicht, wo der andere ist. Fahr den, hantet ihn ein bisschen. Wir sind eh genug noch. Die fahren hoch Satelliten, ein Auto fährt hoch Satelliten. Wir folgen den gerade, ich und Loco. Satelliten? Ja. Okay, fährt Richtung Flughafen. Einer muss Weg abschneiden. Wir fahren gerade von hinter ihn, wir sind genau hinter ihn. Wir sind jetzt genau beim Flughafen vorbei. Ich hab vier Leute bis jetzt, Mirra. Ich kann ruhig sterben jetzt. 100 Meter vom Motel. Jetzt beim Motel, fährt Richtung Step City. Mainstraße Richtung Step City. Ja, ne, muss fahren. Mainstraße Richtung Step City. Ja, wir fahren jetzt Autowäsche. Ihr habt höchstens 100 Meter hinter dem, ne? Okay, diese Autostraße vorbei. Egal, alles gut. Fünf habe ich. Die restlichen fangen an zu stabilen. Ihr seid da genug. Nein, fünf. Vorbei. 100 Meter bis Step City Kreuzung. Hast du gut gemacht mit dem Linkscall? War ein bisschen risky, aber ich dachte mir, Digga, wenn wir von da hinten kommen, das war wie so ein halber Backstep. Vier, okay, scheiß drauf, sorry. Die Vier war trotzdem crazy. Die wollen hinten rum Richtung Grand Street wiederkommen, wie letztes Mal die ganze Zeit. Die sind genau in Step City drin jetzt. Okay, ey, Jungs, macht keinen Sinn, der ist, wir können eh keine Lass Sachen. Mal ziehen. Hast du Weste locker? Der hält die Arsch auf dich. Ja. Der hält die Arsch auf dich. Genau vor dir auf dem Berg. Fahr links rum. Geht! Fährt weiter Richtung Ripsey. Nein, Mirda, wieso fährst du gegen alles und jeden Mirda? Das Auto, was ist los? Ja, der war geübt, Bruder. Ich weiß. Okay, Jungs. Oh, da müssen wir aufpassen, die werden links vielleicht halten hier. Den Feldweg komplett links entlang. Oh, gefährlich, Mirda. Ja. Genau, der fährt den Feldweg hoch, Hä? Der wird aussteigen. Warte. Der fährt immer weiter die... Hand ihn nicht. Hör auf, hör auf. Folgt ihn, der wird irgendwann bestimmt Dingsen. Ey, der fährt rechts hoch auf den Berg. Der hat sich geturnt. Einer ist ausgestiegen, rechts vor ihm. Rechts vor ihm direkt. Okay. Stopp. Bleib stehen. Ja, Bruder, wie soll ich das erklären, Bruder? Hier gibt es wo ich springen kann. Die sind oben auf dem Dings, der Einzelne, der steigt auch aus, direkt links von euch. Der hat unser Auto getappt. Ja, Jungs, kommt da hin, guckt auf GPS, wo das ist. Der hat unser Auto getappt, einer ist noch genau in der Kuhle. Diego, lebt ihr noch? Ja. Einer ist noch genau in der Kuhle und der eine ist oben auf der Bergspitze. Ey, schieß doch mich! Oben auf der Bergspitze. Ihr habt noch einen, glaube ich, oder zieht der? Ne, der hat gezogen. Die Bergspitze, direkt beim Plateau. Hä? Und der andere ist immer noch da unten. Ja, die gruben sich. Da wo der andere ist, kommt der andere jetzt auch hin. Ich dachte, ich hab 15er. Die laufen hoch zum Auto. Guck, GPS, diese braune... Guck doch einfach GPS, Bruder. Die sind oben ganz vorne oben. Die sind oben auf dem Plateau. Ich glaub, Mr. Bitcoin, sie machen das. Die sind besser. Ja. Mr. Bitcoin macht das. Und rechts von Ihnen, Mr. Bitcoin? Rechts von Ihnen auch einer, Mr. Bitcoin? Ich lande auch. Ja. Ey, der hat jetzt... Der läuft ganz links. Ich lande auch. Mr. Bitcoin liegt? Nein. Ich hab einen. Ich hab den anderen. Wir haben ja, doch nicht. Wir Loco ist das. Ich wollte schon sagen, Mr. Bitcoin liegt doch niemals. Loco war das. Ja, dann haben wir alle, ne? Stabilität, das war ja ein easy fight. Ey, lebt ihr noch alle da hinten? Ein Auto ist gestorben von uns. Wer von euch will mit mir reden? Ah, der. Nee, ich bin da. Weißt du, wieso ich mein T-Shirt ausgezogen hab? Ich glaube schon, ja. Das ist mir eigentlich relativ, aber ich denke, was ich sagen müsste, oder? Weil ich ein Monster bin. Verstehst du mich? Ja, ich hab verstanden. Gut. Also nur, dass ihr es einmal gesehen habt, Hermanos, damit ihr wisst, dass ihr scheiße seid. Versteht ihr? Wir haben einmal richtig gekämpft.
Warum lag der dann zweimal heute? Weil wir so kacke sind. Fünfmal heute. Kurz Frage noch. Hör zu, Mann. Ey, 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 Chucha, schmatz nicht so rum, Mierda. Schämst du dich nicht? So. Wie gesagt, wenn Kali richtig kämpft, seid ihr scheiße. Ich weiß nicht, was ihr gemacht habt. Aber wegen Kampf sah mir das nicht aus. Soll ich euch sagen, wieso ihr scheiße wart? Komm, hauen sie raus. Komm, hauen sie raus. Okay. Weil ihr Dom verraten habt, ihr Verräterschweine. Ich war nie bei Dom, keine Ahnung, was sie meinen. Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wer das ist. Das ist derjenige, also ich wirklich, keine Ahnung, ich hatte nie was mit dem zu tun. Der ein Messer in den Rücken bekommen hat von Fedde. Dom hat Fedde einen Namen gegeben. Und das Einzige, was Fedde sagt... Was sagst du? Oder andersrum. Andersrum. Oh, jetzt auf einmal kennt ihr ihn doch. Das ist ja nicht jeder hier. Ich glaube, sie verstehen nicht, dass nicht jeder von uns früher bei Sua. Gibi, der sieht in den Farben Blau immer noch die Familie S2, glaube ich. Aber ich sehe in den Farben Blau immer noch die Familie von Dom. Verstehst du mich? Dom ist derjenige, der deinen Crazy oder wie auch immer ihr nennt, einen Namen gegeben hat. Ohne Dom wäre ein Fedde nichts. Ein Fedde wird immer noch beim MD arbeiten und sagen, geht's Ihnen wieder gut? Brauchen Sie eine Kopfschmerztablette? Dankeschön. Wow, $250 verdient. Verstehst du, was ich meine? Wo ist Dom jetzt? Wo ist Dom? Sie wissen genau, dass das nicht stimmt. Und Sie wissen genau, dass er die Familie von denen auf den Rücken getragen hat. Also, Sie können ihre Späße hier machen. Warte mal. Du darfst gar nicht mitreden. Du hast doch gerade gesagt, du kennst sie nicht. Aber ich hatte die ein Jahr lang als Gegner, deswegen weiß ich genau, wer da die Familie auf dem Rücken hatte. Du weißt gar nichts. Ja, ja. Wer warst du, dass du sie ein Jahr als Gegner hattest? Ich war bei Kafkas ein Jahr lang. Deswegen kenne ich deine Hackfresse. Ja. Du siehst genau gleich aus noch, Rissi, mit den gleichen Haaren. Normal, natürlich. Ich ändere nicht meine Haare alle 3 Tage. Das war ein harter Spruch gegen meine Männer, das weiß ich. Nee, meine sind genauso. Das war eher immer. Drei Futzig und Bällchen, dankeschön. Gewesen, aber... Wie? Ja, aber meine Männer, sage ich dir ehrlich, wie es ist, manchmal überlege ich irgendeinen Blatthaut, weil ich kann das nicht mehr sehen. Ja. Dann finde ich das gut, dass es noch Leute gibt, die ihrer Linie treu bleiben. Auch wenn du halt extrem abstoßend und hässlich bist. Ich finde das sehr gut. Ist das eine Mutprobe, die du machst? Wie kann ich am besten lange wie möglich hässlich aussehen? Ehrlich gesagt, haben die da gar nicht so Unrecht? Stotter nicht, wenn du mit mir redest. Okay. So. Wo habe ich gestottert? Wer bist du hier? Schon drin, Gibi. Ich? Alter Mann hört andere Sachen. Alter Mann! Komm mal her, wer hat das gesagt? Ich hab das gesagt. Gut. Wollen wir mal einmal ein Gedankenspiel machen? Erzähl, ja. Stell dir eine Zahl zwischen 1 und 10 vor. Hast du? Ja. Nimm sie und schieb sie dir in deinen Arsch. Hast du mich verstanden? Und jetzt verpiss dich in die Reihe. Du kannst wieder in die Reihe gehen. Gedankenspiel ist vorbei. So, Hermanos. Also. Ja. Endlich auseinandergenommen. Ja. Ich will nicht fragen, wollt ihr weitermachen, weil nach eurer Meinung habt ihr uns die ganze Zeit gelegt und so weiter. Und das nein, nein, stimmt nicht. Base Rates zählen nicht. Wir haben sie einmal gelegt, sie einmal uns. Wieso zählen Base Rates nicht? Weil das Quatsch ist. Aber das ist Krieg. Ja, normal, es ist Krieg, aber für mich zählt ein Base Rate nicht als Sieg. Wieso hast du dich von Pascha getrennt, Gibi? Pascha hat sein eigenes Ding gemacht. Also er ist immer noch mein Freund, aber so, er hat sein eigenes Ding gemacht. Und er ist dein Freund? Normal. Das ist ja nicht Krieg gegeneinander? Natürlich, aber passiert. Aus Freunde werden Feinde, Mowgli, das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Also ich meine, die Freundschaft in Los Santos hält ja 4 Wochen oder so gefühlt, deswegen... Ja, bei manchen 4 Minuten, bei manchen 4 Jahre, das stimmt. Ja, stimmt auch. Aber ihr hattet noch jemanden bei euch, der hatte so eine Piepstimme. Wie hieß der nochmal? Cedric. Ja, Mierda, richtig. Was ist mit dem? Der ist, ich glaube... Omels, dankeschön. Also der ist nicht mehr so unterwegs. So. Ich glaube, sie meinen Mikro. Der chillt immer in den Cafés. Nein, ja, Cedric war richtig. Wenn sie Mika meinen, der ist ganz weg, ja? Der ist ganz weg. Ja, ja. Ich glaube, ich bin Cedric. Der hatte eine Stimme, aber er hat sich eigentlich erwachsen vom Umgang angehört. Omels, dankeschön. Also er wusste auch, wie man redet. Ja, dann musste er sein. Er hat was ganz Schlimmes gemacht, ja. Cedric? Ja. Nein, Cedric nicht, du verwechselst ihn. Nicht Cedric, ich meine hier. Mika? Mika, ja. Was soll denn schlimm sein, Mirda? Hat er gezaubert? Nein, egal, alles gut. Der hat geraucht. Scheiß drauf, Mirda, jeder hat irgendwo Leichen im Keller. Das ist kein Thema für ihn. Paranormal, Dankeschön. Ist auch egal, Mirda.
Ich glaube, es gibt ein paar Leute, die schlimmere Sachen gemacht haben. Sie wurden nur noch nicht erwischt. Ja. Was wie, meinst du? Wie kommen wir jetzt weiter? Ihr wollt wahrscheinlich weitermachen. Also es kommt drauf an natürlich, ne? Man kann ja auch, wie soll ich sagen, darüber reden, aber so wie sie mir das am Telefon halt gesagt haben, hat es halt keinen Sinn gemacht für uns auszuzahlen, weil ich nicht finde, dass wir Unrecht haben. Aber ihr habt den Camper doch verloren. Also selbst Federer hat gesagt, dass ich im Recht liege. Aber er sagt, er macht nur weiter wegen der geraden Linie. Also ich weiß nicht, ich habe jetzt schon anderthalb Jahre gegen sie gefightet. Ich falle jetzt nicht auf so einen Trick rein, wo sie sagen, der sagt das und am Ende sagen die, nee, das war Bluff. Nein, nein, alles gut. Doch, doch. Fede, ich weiß nicht, ob deine Leute dabei waren. Fede hat mir ganz normal gesagt, sie haben recht, weil ich habe zu ihnen gesagt, ihr habt meinen Camper angegriffen, ihr habt meine Sachen genommen und deswegen gibt es für mich einen Grund, das wieder zu holen. Dann sagte er, okay. Sie haben die Waffen genommen. Scheiß auf die Waffen, mir da. Eine Sache nur, wenn der Camper ihnen so wichtig gewesen wäre, dann hätten sie doch direkt die Person am Camper ausgeschaltet und nicht die ganze Masse. Aber das geht doch nicht, Hermano. Was ist, wenn wir diese Person am Camper ausschalten, mir da aber davon der ganze Krieg abhängt? Das ergibt doch gar keinen Sinn, was du redest. Also, viel sicherer ist es, diesen Krieg zu gewinnen. Ich kenne keine Familie, die den besten Schützen zum Camper aufschweißen schickt, ne? Das hat damit nichts zu tun. Ich kenne keine Familie, mir da, die den Camper nicht, die das Geld nicht von dem Camper wieder zurückverlangt, wenn sie gewonnen hat. Ich kenne das nur so. Ja, ja, ist ja, wie soll ich sagen? Es ist an sich ihr Recht, aber. Von allen Familien, genauso, Hermanos? Es ist genauso mein Recht zu sagen, dass ich das nicht auszahlen werde. Dein Recht ist es nicht, du kannst es sagen, ja. Du kannst es sagen, aber dein Recht ist es nicht. Wenn wir hier von Recht reden, Hermanos, dann seid ihr im Unrecht. Ganz klar. Ich habe euch, soll ich euch den Werdegang erklären? Meine Sicht. Ich habe euch eine Route abgekauft, ohne Krieg zu führen. Ja. Einen Tag später habt ihr unseren Camper angegriffen. Ihr dachtet vielleicht, das ist Spaß für mich oder so. Irgendwie so eine Paintball-Runde. Für mich ist sowas aber kein Spaß, wenn man mir ans Geschäft ran will. Bueno. Wir haben dann. Hey, Hermanos, sind die leer? Naja, soll ich halt den Fessel? Ja, ja, sie. Wir haben dann gesagt, bueno, okay, wir wollen unser Geld wieder haben, denn wir haben euch quasi davon abgehalten, unser Geld zu klauen. Gebt uns das wieder. Und dass wir eure Waffen noch abgenommen haben, das war quasi eine Lektion, dann sind wir fein miteinander. Ihr habt gesagt, nein, wir haben nichts gemacht und wieso wollt ihr euer Geld wieder, was wir euch geklaut haben? Das ergibt ja keinen Sinn, dass du sagst, wieso wollt ihr euer Geld wieder, was ihr klaut, verstehst du? Ich würde das verstehen, wie gesagt, wenn sie sich darum gekümmert hätten, dass die Person da ausgeschaltet wird. Aber anscheinend war es ihnen in der Sekunde nicht wichtig genug, die Person dort, wie gesagt, auszuschalten. Deswegen kann ich das Ganze nicht so für voll nehmen, ja? Hermano, ich sage dir nochmal, das ist hier kein Capture de Flag, Mierda. Das ist, ich schieße dir in die Fresse und will mein Geld wieder. Ja, verstehst du mich? Machen sie es doch. Ja, ja, genau das haben wir getan. Aber hör mir zu, komm mir nicht damit. Das ist ein sehr, sehr schlechtes Argument, Hermano. Ich will doch nur mal sicher gehen, dass ich dieses Geld am Ende bekomme. Und wenn ich euch niederschieße, dann müsstest du von Anfang an sagen, scheiße, Mierda, wir haben versucht, das Geld zu klauen, hat nicht geklappt, hier ist das Geld, no Problema. Aber wie gesagt, wir wollen nicht darüber streiten, warum wir uns streiten, wir streiten uns einfach weiter, no Problema. Du sagst, du hast eineinhalb Jahre gegen mich gekämpft, richtig? Ja, nee, ein Jahr danach waren wir ja nicht mehr so schlecht miteinander. Bueno. Dann frag dich mal lieber Mierda, wieso du immer in Familien bist, die etwas gegen mich haben. Hast du was gegen mich? Willst du mir ans Bein pinkeln? Gibby? Nicht wirklich, Gibby, bitte. Schau mal. Es geht eigentlich nicht wirklich, ja, persönlich nicht, aber so, es war halt so, der Camper war da, wir haben ihn aufgeknackt, wir haben es rausgenommen und Thema ist zu für uns gewesen. Für euch ist das Thema zu. Natürlich nicht, Mierda, das Thema wäre zu gewesen, hätte ich mir ein Geld ausgezahlt, no Problema. Aber ist nicht schlimm, wie gesagt, wir streiten uns jetzt hier nicht, warum wir uns streiten, wir streiten uns einfach weiter. Mhm. Wir können die Kämpfe gerne weiterhin respektvoll behalten. Lass uns morgen weitermachen. Oder wir schießen uns die Nacht die Köpfe ein. Was sagt ihr? Ich denke mal, die Jungs sollen heute Nacht den Spaß haben, aber morgen geht's auf jeden Fall weiter. Morgen ist letzter Tag. Da müssen wir einen Kriegsvertrag machen. Morgen entscheidet sich, ob ihr oder wir auszahlt. Lass das nicht zu einem Kriegsvertrag kommen. Das ist lächerlich für diese 300.000. Was sagt ihr? Alles klar. Ja, ist fair. Klingt gut. Alles klar, du. Aber dann auch, ne, falls es morgen dann so ist, dass wir sie legen, dann auch ihr Wort halten, ne? Wenn ihr mich morgen, wenn ihr unsere Familie morgen in zwei großen Kämpfen zweimal besiegt, dann nehme ich die Forderung zurück und das Geld ist euers. Wenn wir euch zweimal besiegen, beziehungsweise wenn wir euch dominieren morgen, dann kriegen wir das Geld. Bitte? Dann kriegen wir das Geld. Also, ne. Nee. Also, ich habe sie doch richtig gerade verstanden. In beiden Situationen hätten sie gerade das Geld bekommen. Nein, natürlich nicht. Warum? Wenn ihr uns zweimal gewinnt gegen uns, kriegen wir kein Geld. Dann nehme ich die Forderung zurück. Und was kriege ich dann? Ja, gar nichts. Das war Feddes Abmachung. Ich glaube nicht, dass Fedde so dumm ist. Okay, sagen wir so. Seid ihr blöd, Mierda? Fedde hat zu mir gesagt,
Hör mir zu. Was ich hinzusagen kann, ist, dass wenn wir morgen die beiden Fights verlieren, wir auszahlen werden. Fede, bist du das? Ja, da ist er. Okay, eine Frage an dich. Hast du nicht gesagt, wenn wir dominieren, gebt ihr uns das Geld wieder? Ja. Und wenn ihr dominiert, dann gibt ihr uns kein Geld, richtig? Boah, ich kann mich daran nicht erinnern, dass ich das so gesagt habe. Was hast du genau so gesagt? Ich habe nur eine Sache eigentlich zu ihm gesagt gehabt, und das war die, dass es ihr gutes Recht ist. Ey, zu 1 Million% hat das genau so gesagt, Chat. Zu 1 Million% genau so. Egal, ich denke mal, morgen wird das Ding zu sein, wie und was am Ende wäre, was aus. Lass uns doch einfach morgen schauen. Ist dann das, ist, können wir dann immer noch danach klären, aber ich sehe das wie sie, ein Kriegsvertrag muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Nein, muss das ein Kriegsvertrag? Nee, keine mehr nicht. Ach so. Ich habe gesagt, wenn ihr morgen dominiert, nehmen wir die Forderung zurück. Wenn wir dominieren, gebt ihr uns unser Geld. Okay. Und das habe ich dir schon vor 2 Tagen gesagt und du hast dazu gestimmt. Sind das die Azadis? Mhm. Ja, richtig. Welcher Drecksköter mir, da läuft mit einer Hasenmaske rum. Ich werde Halat die Fresse einschießen, dass er seine Leute so umlaufen lässt. Zwei Leute? Okay, alles klar. Und wieso sind die eigentlich jeden Tag im Krieg? Ich habe die noch nie gesehen außerhalb vom Krieg, Mirda! Das stimmt, da haben sie recht. Mirda, immer diese Müllfamilien! Aber ist doch besser so eine Familie, anstatt eine, die keine Eier in der Hose hat und nur aufs Feld geht. Das stimmt auch, Mirda, aber dann können die doch gleich... Das stimmt auch, Mirda, aber man muss sich nicht nur beweisen mit Waffen. Muss man nicht. Ja, ich bin doch Mirda selber so. Ich schieße selber sehr gerne den Leuten in die Fresse, die denken, sie wären was. Aber es gibt zwei. Ein Vogel, Mirda, fliegt mit 2 Flügeln. Bueno, linke Seite ist Gambo, rechte Seite ist RP. Ja. Versteht ihr? Es ist doch gut, Mirda, wenn die Mitte gefunden wird. Aber das ist nicht die Mitte, Mirda. Ja. Na gut. Aber die sind noch neu, gibt dir noch die Chance, das ist eine neue Familie. Natürlich, Herr Mann, sonst gehe ich wie bei Mahonen und sag, aufgelöst. Ich habe eine Frage, bitte. Aber, ja. Wie finden Sie dieses neue, ich sag mal, Schießen, ja? Also ich habe gerade 5 Leute geholt, ich weiß nicht, was du meinst. Ja, deswegen finden Sie es auch wahrscheinlich gut, aber... Nein, ich sag dir ehrlich, in manchen Fights habe ich davor genauso Leute geholt. Ja. Es gab sogar Leute mir, die dachten, ich benutze gewisse Sachen. Ach, verstehe, so ist das. Auf also. Ernst, gute Schützen haben das von mir gedacht. Der Rick-Withdrawal? Boah. Nicht schlecht. Nee, jetzt mal ernsthaft. Ich sag dir ehrlich. Ihre Leute das? Weiß ich nicht, also bis jetzt finden das viele sehr gut. Was sag meinst mal. Du, Diego? Das ist wichtig. Vertrau einfach, das ist wichtig. War nicht wichtig. Okay, hör zu, ich kann euch was sagen, Mirda. Am gleichen Tag, als denen diese Scheiße rausgekommen ist, Mirda, wurden sehr viele Leute von diesem Staat verwiesen. Und das ist wichtiger, als wie wir davor gemacht haben, Mirda. Macht einfach mit. Ey, lass mal Deckel drauf machen, das geht. Ding. Aber ich weiß, was ihr meint. Aber ihr habt gar nichts zu meckern, Hermano, ihr seid doch gar nicht scheiße, ihr seid sogar extrem. Also ich sag ehrlich, Mirda, ihr seid sehr stark. Warum schießt, aber warum hält er uns rein jetzt? Nein, die schießen alles vorbei. Ich fühle mich hier nicht mehr sicher in der Stadt. Also wenn ihr, ich würde es verstehen, Mirda, wenn ihr, keine Ahnung, Mirda, alle 4 Kämpfe so, wie wir jetzt gerade gewonnen haben, wenn ihr alle 4 Kämpfe so verloren hättet, okay. Die sollen sich entschuldigen, Spaß. Aber ihr wart doch, ihr seid doch gar nicht scheiße, Mirda. Wer ist das, Mirda? Cousins? Was? Geht nicht darin, ihr verliert. Komm, lauf. Hey, über euch! Cousins, über euch! Cousins, über euch! Ich geh kaputt, ja. Chip mal, bevor Richie irgendeine Mutter von mir beleidigt. Der kann ich mal berghoch, guck mal. Oder du musst rechts rum, Bruder. Rechts rum, ja, sehr gut. Ja, keine Ahnung, ja. So ist das halt. Dann sehen wir uns morgen, würde ich sagen, ja? Alles klar, doch. Fette. Mr. Bitcoin. Ne? Dann sehen wir uns morgen. Und dann schauen wir mal, wer auszahlt morgen. Gute Nacht. Damals nannten sie ihn noch Don Carlos. Heute sind alle Fälle für ihn harmlos. Mr. Bitcoin, der Herrscher über Los Santos.